Es spricht wirklich immer mehr dafür, dass uns eine Aliensonde besucht hat. Das Objekt Oumuamua war schon ziemlich seltsam, aber weitere Untersuchungen legen tatsächlich sehr nahe, dass es sich nicht um ein natürliches, sondern ein künstliches Objekt gehandelt haben muss. Sprich, eine Aliensonde, ein von Außerirdischen ausgesendetes Raumfahrzeug. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass dieses Datum in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wie das Forschungsteam auf die Idee kam, die Hintergründe. Jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt's täglich mega spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, denn nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. So haben sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Oumuamua bisher vorgestellt, ein ganz langer Stein. Allein das war schon sehr seltsam und es scheint auch nicht so zu sein. Oumuamua oder 1i, das erste interstellare Objekt, ist wahrscheinlich eine Aliensonde. Wir hatten ja mit als erste darüber berichtet, die Medien sind extrem vorsichtig und nur wenige melden diese Nachricht. Das ist auch verständlich, denn es klingt schon extrem verrückt. Eine Aliensonde soll uns besucht haben, aber sogar die renommierte Zeitschrift Spektrum, die Wissenschaftszeitschrift, hat inzwischen darüber online berichtet und das will schon etwas heißen. Es ist eben auch nicht irgendein Forschungsteam, sondern mit dabei ist Abraham Loeb, Professor für Astrophysik an der Harvard University, Direktor des Institutes for Theory in Computation ITC am Harvard Smithsonian Center for Astrophysics und Vorsitzender des Fachbereichs Astronomie der Harvard University und Dr. Shmuel Bialy, er ist Stipendiat am Institute for Theory in Computation ITC. Ein Team vom Fach und dazu mit einem absolut renommierten Astrophysiker an der Spitze und er ist zudem Vorsitzender des Beratungsausschusses des Breakthrough Starshot-Projektes. Initiiert von Stephen Hawking und Yuri Milner, dem russischen Milliardär, ist das ein Projekt, bei dem Dutzende Mini-Raumschiffe an riesigen Sonnensegeln Richtung Alpha Centauri geschickt werden. Milner hat es mit 100 Millionen Dollar finanziert. Ein Laser soll seinen Impuls auf ein nur wenig Gramm schweres Sonnensegel geben. Er schießt von der Erde aus und beschleunigt die Minisonde auf extrem hohe Geschwindigkeiten. Trotz dieser hohen Beschleunigung wird ihre Reise zu unserem Nachbarsonnensystem wohl über 20 Jahre dauern. Die Sonden sind dabei im Gegensatz dazu extrem klein. Testsonden wurden bereits in den Erdorbit gestartet und kreisen bereits um die Erde. Es sind die kleinsten je in die Erdumlaufbahn geschickten Satelliten. Sie messen rund 3,5 Zentimeter, also mini, mini, mini. Tausendmal kleiner als die bisher kleinsten Satelliten, die CubeSats, die so etwa 1 Kilogramm wiegen. Die Sprites, so werden diese Mikroraumsonden genannt, wiegen dagegen nur 4 Gramm. Denkbar wäre auch dabei, dass die Minisonden jeweils unterschiedliche Aufgaben haben. Einige könnten Fotos machen, andere Daten aus der Atmosphäre sammeln und so weiter. Das größte Teil an diesen Sonden ist jeweils das Sonnensegel. Es muss extrem groß sein, um möglichst viel Schub zu entwickeln. Bei dem Projekt würden ganz viele solcher Sonden Richtung Alpha Centauri fliegen, um dann im kurzen Vorbeiflug Daten zu sammeln. Allerdings hätten sie nur eben sehr kurz Zeit, denn der Vorbeiflug wäre bei der hohen Geschwindigkeit sehr schnell wieder vorbei. Genau wie bei der mutmaßlichen Aliensonde. Sie flog mit hoher Geschwindigkeit an der Erde vorbei und entdeckt haben wir sie erst, als sie sich schon wieder entfernte. Die Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, dass genau so ein Minisatellit mit seinem riesigen Sonnensegel an uns vorbeigeflogen ist. Denn das Objekt ist so beschaffen gewesen, wie es für diese Sonden geplant ist. Ein riesiges Sonnensegel, das super dünn ist. Die Studie kommt zu einer Dicke von 0,3 bis 0,9 Millimetern. Und ein natürliches Material, das diese Eigenschaften hat, ist nicht bekannt und einfach auch unvorstellbar. Wie soll die Natur so etwas bauen? Es kommt nur eine intelligente Spezies in Frage, die quasi das Breakthrough Starshot-Projekt schon vor einiger Zeit in die Tat umgesetzt hat. Gebaut vor etwa 100 Jahren und in 25 Jahren bekommen die Aliens vielleicht die Daten von uns. Und dabei können es auch mehrere Sonden sein, wie beim Breakthrough Starshot-Projekt und wir haben eben nur eine entdeckt oder aber nur eine hat uns erreicht. Die Flugzeit habe ich jetzt mal aus dem Breakthrough Starshot-Projekt errechnet. Hierbei sollen die Sonden etwa 20% der Lichtgeschwindigkeit erreichen und das 4 Lichtjahre entfernte Doppelsternsystem Alpha Centauri im Sternbild des Zentauren am Südhimmel in rund 20 Jahren erreichen. Oumuamua kam aus dem 25 Lichtjahre entfernten System Vega, also so ungefähr aus dieser Richtung. Man kann es nicht ganz genau sagen. Und dann aber auch nicht genau aus diesem System, aber aus der Richtung, weil bei Vega, da haben wir bisher nur eine Staubscheibe gefunden und ein Exoplanet wird darin nur vermutet. Zudem ist das System auch noch sehr jung. Oumuamua wahrscheinlich kommt damit eher aus der Nähe und ja, aber wer weiß, vielleicht ist der Planet dort
doch bewohnt. Auf jeden Fall würde dann die Reise zur Erde etwa 100 Jahre dauern und das Rücksenden der Daten 25 Jahre. Also der Besuch von Aliens, zumindest aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse, der steht noch in den Sternen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt müssen wir diese Region auf jeden Fall genauer untersuchen. Wer weiß, was dort zu finden ist. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt, dann abonniert am besten auch den englischen Kanal. Hier jetzt einfach draufklicken von Klicksum. Da gibt es auch die ein oder andere Videopremiere. Glocke nicht vergessen. Und darunter geht's weiter mit Mysterious Object Detected. Neither a star nor a planet. See you soon. Stay tuned.